Wie kann ich einen Sachverständigen ausschalten, ohne dass ich dessen Kompetenz angreife, die der Richter verteidigt? Ich erkläre es euch in diesem Video. Welcome at Activi News. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin Videoaktivist und Volljurist und dies ist mein Videokanal. Die große Kunst, um Fehler in Gutachten zu vermeiden, mein Buch Fehler in Gutachten zu erkennen, ist ja ein tolles, aber am besten lässt man es ja gar nicht so weit kommen, ist, indem man die Auswahl des Sachverständigen für das Gericht einschränkt. Das Ganze geht aus von der Drei-Säulen-Theorie. Ein Gutachten, wo nicht die Eltern exploriert werden und eine Kindesinteraktionsbeobachtung mit den Eltern stattfindet, ist kein Gutachten. Im Idealfall macht auch das Kind an der Exploration nicht mit. Dann bringt auch das ganze Aktenstudium nichts. In einem solchen Fall habt ihr immer die Mittel in der Hand, das Gericht zu zwingen, einen anderen Sachverständigen einzusetzen, indem er einfach anbietet, wenn der Sachverständige, egal welcher, bereit ist, seine Exploration und seine Interaktionsbeobachtung auf Video aufnehmen zu lassen, dass ihr dann mit diesem zusammenarbeitet. Ein Sachverständiger, der nichts drauf hat, wird das Ganze verweigern. Ihr steht aber dann insbesondere für das spätere OEG-Verfahren nicht als Totalverweigerer da, sondern ihr seid sehr wohl Menschen, die mitarbeiten. Und so könnt ihr eigentlich relativ einfach euren Willen durchdrücken, ähnlich im Übrigen wie in meinem Video beachtet den kulturellen Hintergrund von euch bei der Gutachterauswahl. Ihr könnt an der Stelle das Gericht sanft zwingen, eine andere Auswahl zu treffen, ohne Befangenheiten oder markige Worte der Fähigkeit in den Raum zu werfen. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, hier mit dem Gericht quasi zu streiten, ohne dass ihr euch mit dem Gericht anlegt. Jeder Sachverständige, der was drauf hat, wird hierauf einverstanden sein, denn er hat keine Angst vor einer Supervision. Und jeder Richter, der was drauf hat, wird sagen, natürlich ist mir ein richtiges Gutachten wichtiger, da muss ich halt eine andere Auswahl treffen. In diesem Sinne wird es mich interessieren, wenn ihr entsprechende Erfahrungen damit gemacht habt, wenn ihr die unten in der Infobox von euch gebt. Vergesst nicht, das Video zu liken und zu sharen und den Kanal natürlich zu abonnieren und insbesondere die Glocke zu aktivieren, damit ihr über weitere Videos informiert werdet. Das war's für heute auf activinews.tv. Euer Michael Langhans. Tschüss, Servus, macht's gut.